Eigentlich ist Yvonne gerade richtig glücklich mit Christoph. Sie hat es geschafft, sich einen wohlhabenden Mann zu angeln. Inzwischen vertraut ihr Christoph auch immer mehr und die beiden sind auf dem besten Wege, ein Traumpaar zu werden. Doch dann kommt alles ganz anders. Yvonne stürzt beim Joggen unglücklich und wird bewusstlos. Erik findet sie glücklicherweise und kümmert sich um sie. Als Yvonne dann aufwacht, ist es um sie geschehen. Sie verliebt sich in Erik. Währenddessen läuft es bei Constanze und Paul wieder richtig gut, ganz zum Leidwesen von Josie. Und auch bei Henning ist ein Lichtblick in Sicht. Er lässt sich auf ein Gespräch mit Oma Anna ein. Sie versteht, wie schlimm die Situation inzwischen geworden ist und möchte Henning und ihrem Enkel Paul helfen. Sie erklärt sich sogar bereit, eine Falschaussage zu machen und sich damit selbst zu belasten. Ob es tatsächlich so weit kommt, erfahrt ihr in einer neuen Folge von Sturm der Liebe am Dienstag um 15:10 Uhr in der ARD.